Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Video, wo es um eine Fortsetzung dieser Überlegungen der Differentialrechnung geht. Wir wollen jetzt zu einer Funktion nicht die Steigung analysieren, sondern den Flächenzuwachs unter der Funktion. Also wir wollen uns die sogenannte Integration von Funktionen mal kurz anschauen, was das bedeutet. Wir starten wiederum mit einer Funktion f von x. Und die Funktion f von x soll gegeben sein. Also erkennen den Zusammenhang. F von x. Das kann zum Beispiel eine Parabel sein oder eine Sinuskurve oder so. Und was uns aber jetzt interessiert, ist, wie denn von einem gegebenen x ausgehend die Fläche unter der Kurve anwächst. Nun, was heißt Fläche unter der Kurve? Ich habe ja da unten x und da oben y. Das heißt, ich kann sagen, dass diese Fläche da unter der Kurve mit dem x, das größer wird, auch anwächst. Dass x da zu einem neuen Wert x plus h anwächst, können wir sagen, dass auch die Fläche nachher zunimmt. Nämlich um diesen Beitrag hier. Uns interessiert, wie diese Fläche aussieht, dann als Funktion von x allgemein und wie es dann auch anwächst als Funktion von h oder als Funktion von x, wie das dann größer wird. Nun, für diese Überlegungen geht man oft davon aus, dass wir die Fläche so in kleine Säulen unterteilen, dass wir also sagen, wir haben hier die Fläche quasi ausgeschöpft mit solchen Säulen dieser Art. Und wenn diese Säulenbreite sehr eng wird, dann kann man sagen, dass dann diese Unterteilung der Kurve in einzelne solche Säulenhöhen immer genauer auch dann die Fläche beschreibt, wenn man diese Säulenflächen zusammenzählt. Mit Säulen kann man eben gut arbeiten, weil die Säule ist ja eigentlich ein Rechteck, wo wir da die Höhe y haben und da die Breite x, das heißt diese Fläche, Breite h, das heißt die Fläche a, die wir da brauchen, ist einfach y mal h. Das heißt, da kann man einfach arbeiten. Und wie wir auch schon bei der Ableitung gesehen haben, ist es so, wenn das h dann klein wird, dann stimmen diese Überlegungen, diese kleinen Fehler, die man da macht, werden dann immer kleiner und die Überlegungen stimmen dann immer besser. Das ist ja auch der Inhalt der Infinitesimalrechnung, wo man dieses h, oder das nennt man es oft auch epsilon, gegen 0 gehen lässt und dann sieht, dass diese Gesetze, die man findet für endliches h, auch übergehen in die entsprechenden Gesetze für unendlich kleines h. Gut, jetzt machen wir gerade mal ein konkretes Beispiel. Wir nehmen mal eine ganz einfache Funktion, die wir kennen, nämlich, wir sagen, die Funktion soll heißen f von x gleich x. Also einfach die Winkel halbieren. Das sei meine Funktion f von x. Y gleich f von x sei einfach x. Und da können wir jetzt alles bis ins Detail uns überlegen. Wir nehmen also einen x-Wert, x hier. Wir können die Fläche unter der Kurve bis zu diesem x-Wert natürlich ausrechnen, weil das ist nur eine Dreiecksfläche. Wir können deshalb sagen, Grundseite ist x, Höhe ist y, aber es ist in dem Fall ja auch x. Das heißt, die Fläche a ist einfach, das hängt dann von x ab, nicht wahr? Grundseite x mal Höhe ist auch x. Und weil es ein Dreieck ist, muss man das durch 2 dividieren. Also x im Quadrat halbe. Das ist hier sehr einfach gewesen. Und wir sehen, dass die Fläche nimmt also zu, wenn das x größer wird, weil diese Dreiecksfläche immer größer wird, und das nimmt also quadratisch mit x zu, weil sowohl die Grundseite als auch die Höhe größer werden. Jetzt, wenn Sie sich erinnern falls Sie das Video vorher gesehen haben, dann ist es ja so, dass x und x Quadrat halbe, erinnert ein bisschen an die Regel bei der Ableitung. Dort hatten wir gesehen, wenn wir x² ableiten, dann erhalten wir gerade 2 mal x. Also wenn ich das quasi noch durch 2 dividiere, dann sehe ich habe hier x
Und da habe ich x² halbe als Zusammenhang. Das heißt, wenn ich x² halbe ableite, erhalte ich x. Also sehen, was wir bei der Ableitung gelernt haben. Das war die Ableitung. Können wir jetzt hier quasi in der Gegenrichtung mal so vom Gefühl her wiedererkennen und sagen, ja gut, aus x wird offenbar, wenn ich diese Fläche unter der Kurve anschaue, x² halbe. Das haben wir jetzt hier einfach geometrisch hergeleitet, aber es erinnert ein bisschen an die Sache, die wir bei der Ableitung gesehen haben. Und natürlich ist der Zusammenhang dann nachher auch richtig, ganz allgemein, nicht nur jetzt bei x und x². Wir schauen uns mal noch eine allgemeinere Fläche an, so eine wie hier, und überlegen uns, wie da der Flächenzuwachs ist. Ich glaube, wir können das Bild direkt nehmen. Wenn wir jetzt mal a von x, das orange a von x, haben, das orange, und wir suchen jetzt den Anstieg, das grüne, also wir wollen wissen, um wie viel nimmt das die Fläche zu, wenn ich da zu x plus h gehe. Dann ist das grüne ja eigentlich dieser Anstieg, nämlich das a von die Fläche zum Wert x plus h minus das orange. Das grüne alleine ist einfach die große Fläche hier minus diese orange Fläche. Das ist der Anstieg. Und jetzt können wir ja sagen, den wir vorher gesehen haben, wir können das durch solche Säulen ersetzen, können wir sagen, das ist ungefähr gerade die Säule, die wir hier dazu zeichnen können. Und diese Säule hat ja die Grundseite h und die Höhe f von x. Das heißt, wir können sagen, das ist das gleiche wie, da ein bisschen nachhelfen, ist ungefähr das gleiche wie das f von x mal, also das ist die Höhe, mal diese Grundseite h. Ist das ein sehr wichtiger Zusammenhang? Also der Anwachs der Fläche, das Anwachsen der Fläche hat, kann man offenbar so ausdrücken. Ich schreibe diese Gleichung nochmals hin, weil die so wichtig ist. Also gleichen Farben a von x plus h minus a von x ist ungefähr das gleiche, weil wir diese Säule noch haben, wie f von x mal h. Und wenn wir diese Gleichung jetzt auf beiden Seiten durch h dividieren, erhalten wir a von x plus h minus a von x durch h ist gerade f von x. Und das stimmt vor allem dann, wenn das h klein wird. Wenn das h klein ist, dann stimmt das immer besser. Ja, und jetzt sehen wir etwas Interessantes. Da steht nämlich der Anstieg der Fläche pro h. Also eigentlich ist das da ja diese Fläche zu einem späteren, an einem späteren oder einem Ort weiter rechts, minus die Fläche am Ort selbst durch h. Das ist doch genau die Definition, die wir schon hatten bei den Ableitungen. Nämlich, dass das a' von x. So hatten wir die Ableitungen eingeführt. Ich hole euch das Blatt noch. Seht es, wir hatten gesagt, die Ableitung f' ist die Funktion an einem Ort weiter rechts minus die Funktion vorher durch h. Das war die Ableitung. Und hier haben wir genau das Gleiche. Wir haben jetzt die Flächenfunktion a von x abgeleitet und offenbar ist die Ableitung dieser Flächenfunktion gerade meine ursprüngliche Funktion. Und das hatten wir hier schon gesehen. Die Flächenfunktion war x² halbe und abgeleitet gab es tatsächlich das x. Und wenn wir umgekehrt jetzt eben aus dem x, aus der Funktion selbst, die Flächenfunktion wollen, müssen wir offenbar die Ableitung umdrehen. Also wir müssen eigentlich die Funktion suchen, die abgeleitet meine Kurve gibt. Und damit haben wir dann den Zusammenhang mit der Integralrechnung. Man nennt das eine Integration. Das a von x ist das Integral von f von x. Wenn man das ableitet, erhält man gerade die Funktion f von x selbst. Also das Ableiten
und das Integrieren sind so quasi gegenläufige Operationen. Zum Beispiel x² halbe gibt abgeleitet x und x gibt integriert x² halbe. Jetzt die Regeln, die wir bei der Differenziation, beim Ableiten kennengelernt haben, zum Beispiel, dass es linear ist, zum Beispiel, dass e hoch x abgeleitet, wieder e hoch x gibt und so. Solche Regeln kann man direkt übernehmen für die Integration, vor allem das die Linearität ist dort gegeben. Die Regeln für die Multiplikation und die Division sind leider ein bisschen komplizierter. Auch die Regel für die verschachtelten Funktionen. Da haben wir effektiv dann ein bisschen mehr Mühe, solche Funktionen zu finden. Aber grundsätzlich kann man sagen, integrieren heißt, man sucht eine Funktion, die abgeleitet die gegebene Funktion ist. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe x hoch 5. Die Funktion sieht irgendwie so aus. X hoch 5 geht sehr steil hinauf. Wir suchen jetzt die Stammfunktion, wie man sagt, oder eben das Integral x hoch 5. Das heißt, wir suchen jetzt die Funktion, die beschreibt, wie da die Fläche ansteigt. Oder wie die Fläche aussieht unter der Kurve. Nun, diese Fläche, muss man ja sagen, wo man da startet. Und wo man aufhört, also wenn man die Fläche alleine haben möchte unter dieser Kurve, da kann man sagen, man muss letztendlich zwei Grenzen der Fläche angeben. Und diese beiden Grenzen, die bestimmen dann natürlich dann den Flächeninhalt. Wenn man das allgemein zunächst mal diese Integration machen will, muss man zuerst überlegen, welche Funktion gibt abgeleitet x hoch 5. Nun, wenn man da ein bisschen überlegt, dann erhält man ja als Idee zunächst mal x hoch 6. Wenn man das ableiten würde, hat man aber nachher, nach der Regel, die wir vorgesehen haben, 6 mal x hoch 5. Noch nicht das, was wir wollen, oder? Wir können aber jetzt diese Ableitung auf beiden Seiten durch 6 dividieren. Und erhalten dann auch x hoch 5. Das heißt, x hoch 5 hat als Stammfunktion x hoch 6 Sechstel. Oder allgemein gesagt, x hoch n hat als Stammfunktion x hoch n plus 1 durch n plus 1. Wenn wir jetzt also diese x hoch 5 Kurve haben und jetzt konkrete Werte a und b benutzen, dann gibt es hier so ein Prozedere, wie man jetzt diese Kurve, wie man jetzt diese Werte umrechnet in eine Fläche. Man schreibt dann so, diese Fläche zwischen a und b, nehmen wir vielleicht für a 1 und für b 3. Das schreibt man dann so, dass man sagt, man hat den Flächeninhalt von der Kurve x hoch 5 zwischen den Werten 1 und 3 zu nehmen. Und man wählt da als Richtung, in der man diese Fläche zählt, die Richtung x, deshalb schreibt man dx dazu. X hoch 5, das ist ja, wie wir gesehen haben, x hoch 6 Sechstel Stammfunktion. Da schreibt man also diese Stammfunktion hin zu x hoch 5 und schreibt diese beiden Werte 1 und 3 daneben. Und als letzter Schritt setzt man die obere Grenze ein, wie man sagt, also 3 eingesetzt, das gibt 3 hoch 6 Sechstel und subtrahiert davon die untere Grenze, 1 hoch 6 Sechstel. Wenn wir das konkret ausrechnen wollen, steht das ja hier nachher 3 hoch 6, 729 durch 6. 21,5 minus 1 Sechstel minus 1 durch 6, dann haben wir noch 121,3. Als Flächeninhalt. Die Kurve steigt da sehr stark hoch, deshalb wird das eine recht große Zahl.